Klasse, klasse, Celati, Kornes. Ik ben André van Sprondel. Ik ben hier in wunderschönen Klöntal aufgewachsen. Verkaufe jetzt eigentlich schon Klasse da auf dem Klöntlersee seit etwa 30 Jahren. Knapp 30 Jahre. Und habe ich mit der Idee mal angefangen, ja, es ist doch so schön dahinter, dass die Leute eigentlich alle am Ufer liegen und überall am Baden sind. Und ich sage, wenn es so schön warm ist, hat eigentlich jedes Bedürfnis, dass er irgendwie etwas Kühles will. Und dann bin ich mal auf die Idee gekommen damals und denke, ich tue doch Klasse verkaufen auf dem See, fahre von Ufer zu Ufer. Und mache das eigentlich, seit ich jetzt 12 Jahre alt bin, circa, und jetzt bin ich 42 bald und ich mache es immer noch und ich glaube, ich mache es wahrscheinlich in 20 Jahren noch von dem her. Wir beginnen mit dem Eisverkaufen anfangs im ersten Wochenende vom Juli. Meistens, wenn das Wetter passt, oder geht es los. Es kann auch schon sein, mal im Juni, aber meistens beginnen wir im Juli und dann bis ca. Mitte August. Vor allem an den Wochenenden, wenn es schönes Wetter ist und in der Hauptsaisonzeit, also letzte Juliwoche und erste Augustwoche. Oder da ist diese die Hauptferienzeit hier im Kanton Glarus. Nur von dem Klasse verkaufen, da kann man ja nicht leben davon. Aber ich mache es mehr aus Spaß, weil ich Freude daran habe, weil ich die Kinder sehe, wenn die eine Klasse bekommen und sie fröhlich sind, sie Freude daran haben. Macht das mir viel mehr Spaß. Und der Fun-Faktor ist mir viel wichtiger. Klar, wir verkaufen auch viele Klasse. Also wenn ich einen schönen Tag habe und es ist voll, dann ist es so, dass ich 4 Boxen voll verkaufen kann oder je nachdem sogar noch mal 1-2 Boxen auffüllen kann. Und was jetzt schön ist, ist eigentlich seit einem Jahr oder seit 2 Jahren nehme ich Lara mit, das ist meine Tochter, die macht das schon richtig freudig mit. Im Moment ist sie zwar noch mehr Klasse als verkaufen, aber ich glaube, sie kommt auf den richtigen Geschmack. Preise für das Klasse sind eigentlich bei uns ganz normal. Ich würde jetzt mal sagen, die gleichen Preise, die du in einer Party zahlst oder an einem anderen Ort. Ja, selber auch noch bin ich andersweitig beschäftigt. Also für mich ist es eigentlich ein Hobby. Es ist ein schöner Ausgleich. Klasse, Klasse, Gelati, Corne, Stangeli, Magnum.